Wofür ist denn der Hebel da? Lässt sich der Geschmack der Zuckerwatte einstellen. Scheint kaputt zu sein. Ich muss bestimmt erst dieses Hebelrätsel lösen. Ich weiß doch, wie das hier läuft. Hebelrätsel. Hey, da scheint was dahinter zu sein. Guck, was da ist. Was zum Einstecker? Och nö. Funktioniert jetzt? Die Schalter verstellen die Lichter. Da 3 und auf der anderen Seite 1. Was? Aus dem Auge. Aus 2 an. Ich komme der Sache näher. 3 und 3? 6, oder? Ja. Außer du rechnest mal. Ach, ich kann gar kein BASD heben, machen. Uff, es geht auch mal weg. Upsi. Okay. Es sind alles Primzahlen. Damit musst du mir nicht kommen. Einmal Zuckerwatte, bitte. Die Maschine hat wohl keine Ohren und keine Augen. Sonst wüsste sie, wer vor ihr steht. Ich hab keinen Bock auf dich. Einmal den Fisch des Tages, bitte. Ich hätte vielleicht den Tag dazu sagen sollen. Hallo. Sardellen am Spieß. Die gab es hier schon, als ich noch ein Kind war. Genau dieselben. Der Armee weiß, Sardellen werden besser, je länger sie liegen. Oh Gott! Ich hatte es eh nur auf den Stock abgesehen. Jetzt, wurde es ausgewirkt? Oh mein Gott. Nicht wirklich, oder? So einfach kann es doch nicht sein. Oder doch? Da hat jemand ganz schön viel Spaß. Steckt der Stecker jetzt? Anscheinend. Jetzt steht er auf Phosphor. Schön, Phosphor. Es sind alles Primzahlen. Du mit deinen Primzahlen. Ein Kaugummi, aber sofort. Was? Ich will ein Kaugummi. Die Spracherkennung muss kaputt sein. Ein Kaugummi. Ja, da ist der Geist wohl ziemlich sprachlos. Na komm, rede mit ihr. Wir haben ganz schön was durchgemacht, was? Ich wette, dein Verlobter ist nicht so ein Teufelskerl wie ich. Du bringst Probleme, ja. Kommt ungefähr aufs Gleiche hin. Dann gehen wir mal hier hin. Das ist der Eingang zum Candy Shop. Als Dad mich verließ, habe ich hier eine Woche lang gewohnt. Oder war es eine Stunde? Ach, die Zeit vergeht so langsam, wenn man überzuckert ist. Welcome to the Candy Shop. What's this? In der Nische ist eine Halterung für eine Fackel. Drumherum sind Spiegel, um das Licht zu bündeln. Das kann nur 1 bedeuten. Oder 0. 1 oder 0. Ja, ungefähr. Turm und Bahnhofshalle. Was? Ich kann in einen Kofferraum steigen, das ist ja großartig. Ist das so?
Säure oder Wasser? Nicht trinken! Wasser. Oh, guck mal, ein Schnabelkrokodil. Ich spare mir meine telekinetischen Kräfte lieber für später auf. Ach ja. Wie bescheuert. Nein, wie süß. Ich spare mir meine Ja, ja. Dann gehen wir mal. Ich spare mir meine Ich spare mir Willard. Okay, und wir haben noch nichts, womit das gehen würde, glaube ich. Gehen wir mal zur Bahnhofshalle. Was ist das denn? Oh, guck mal, da ist noch eine Klappe. Mit nichts drin. War das? Mosaikscheibe. Mosaik sieht man? Winkende Menschen und ein Abschiedsfest mit Bratwürstchen und ganz viel weißem Konfetti. Ach nee, das ist mein Kreislauf, wenn ich mich zu sehr anstrenge. Ich brauche mehr Licht. Jeder sieht das, was er sehen will. Das einzige Licht hier hinten. Stimmt zu einem der Mosaike. Und hey, 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 hier hat jemand was draufgekritzelt. Wo ist wohl der Rest der Botschaft? Ja, das werden wir wohl nie erfahren. Stimmt zu einem der und ja, 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 ja. Dieses Mosaik ist bereits komplett. Manchmal gut. Der Stein könnte von hier sein. Aber das Mosaik ist viel zu dreckig, um das mit Sicherheit zu sagen. Du siehst unter all dem Dreck nicht, ob da irgendwie was fehlt oder so. Nein. Ich glaube, es gibt ein spezielles Werkzeug gegen Dreck. Zumindest meinte Toni mal irgend sowas in der Art. Und wie heißt es? Schlamm und Staub. Mehr kann ich nicht erkennen. Warte, ich hab was im Auge! Das einzige Lichtchen. Wir werden den Ort ja auch verlassen. Ja, können wir. Wir können ja Zuckerwatte nehmen. Danach kann man auch im Dunkeln auf der Toilette lesen. Nein. Ist gut? Lässt sich der Geschmack der Zuckerwatte einstellen. Derzeit steht er auf Phosphor. Mit Phosphor soll man ja... Das einzige Licht hier hinten. Ah, ich habe schon auf den Spiel geklickt. Gucken wir uns hier nochmal um. Ja, wir wissen. Nur Wasser. Nur Wasser. Ja, da können wir nicht auf die Lupe drücken.
Ich spare mir meine... Ich spare... Er kommt da durch. Ich spare mir mein... Oder auch nicht. Ich spare mir... Du stehst genau davor. Komm schon. Ich spare mir... Ich spare... Einen Schritt näher und das Gemetzel beginnt. Ich erspare Ihnen das lieber. Ich... Oh Gott, der Mimmel. Ich habe es nicht nötig, in klein, meine alten... Sicher, mit der Zuckerwatte könnten wir das im Dunkeln sehen. Kommen wir uns nochmal. Zuckerwatte. Einmal Zuckerwatte, bitte. Ja, bitte. Die Maschine hat wohl keine Ohren und keine Augen. Sonst wüsste ich. Ich glaube... Hab ich vor. So, und jetzt nicht direkt essen. Da steht ja gar keine Geschmacksrichtung drauf. Stattdessen ist hier eine tanzende Kellerassel abgebildet. Und Stock. Voll bescheuert. Da Kukaracha, da Kukaracha, da 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 da. Ich heb mir den Rest lieber für später auf. Viel später. Ein Kaugummi sollte man nie doppelt. Sollte man nie doppelt benutzen. Was ist denn? Oh. Hey, mein epischer Mönchschor ist zurück. Ich dachte, ich hätte ihn am Kran gelassen. Ich glaube, es gibt zumindest mein... Ja, okay. Warte, 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 was ist das? Geht weiter! Schön, dass wir das jetzt auch sehen. Öl, wir haben noch kein Öl. R, U, F, das war's nicht. Das vielleicht. Ach, das hatte ich ja schon. Was könnte es denn sonst sein? Das Codefeld für den Lift. Wir hatten so ein Ding auch mal an der Haustür, bis ich das Passwort rausgefunden habe. Dann nicht mehr. Bringt nichts. Ich brauche das Passwort. Verdammt. Funktioniert denn hier gar nichts? Anscheinend nicht. Putzschrank. Hey. Immer. Alles putzen. Na komm schon, sofort. Dann los. Etwas Wasser. Mal die Seife da rein. Hm, schaumig. Ein Schaumpart gibt's hier. Und nutzen den Geschmack. Das müssten wir doch putzen können, oder nicht? Was passiert wohl? Habe ich die Nische angeklickt, oder? Oh, wow. Das Mosaik zeigt lauter kleine Männchen. Sie scheinen irgendwas zu bauen. Die schäbig Gekleideten tragen riesige Stahlträger über eine steile Rampe nach oben. Die Schicken stehen daneben und designen modische Schnörkel. Hey, das ist die Aufstiegsstation. Der Aufbruch nach Elysium. Und ich bin dabei. Du bist dabei? Mittendrin? Funktioniert also.
Putzen tun wir gleich. Das sagt mir was darüber. Zeigt, wie die Oberschicht den Planeten verlässt. Die Unterschicht bleibt zurück. Boah, sind die wütend. Sie beschimpfen die Verräter und recken ihnen Schnellanzünder und riesige Gabeln mit Bratwürstchen entgegen. Es war wohl Grilldonnerstag. Mit Sicherheit. Wir entstanden Aufstände. So. So, putzen. Ich kann einfach nicht glauben, dass ich das tue. Es tut mir ja leid. Geschichtsschreiber sparen diesen Teil aus. Das geht aber schnell. Der Wischmopp ist zerbrochen. Na, so ein Jammer aber auch. Tut dir total leid. Ey. Was machen wir jetzt damit? Aha. Hier gehört das schon mal nicht hin. Langsam fügt sich das Mosaik zusammen. Sehr langsam. Gut zu wissen. Wir können aber jetzt das Bild beleuchten. Nein, hier ist Handarbeit gefragt. Ein Loch. Wir sehen es doch. Jemand was draufgekritzelt. Das muss das Passwort für den Lift sein. Immerhin steht es direkt über der Darstellung der Fahrstuhluhr. Genau da, wo ein Stück im Mosaik fehlt. Was ist zufälligerweise? Mist. Einer damit haben. Guck mal da. Und nun? Sabalot. Der Stein hält nicht. Und nun? Ein Kaugummi? Natürlich. So, ranpappen. Was draufgekritzelt. Das muss das Passwort für den Lift sein. Immerhin steht es direkt über der Darstellung der Fahrstuhluhr. Genau da, wo ein Stück im Mosaik fehlt. Und jetzt ist Fingerspitzengefühl gefragt. Hier sind ja noch mehr Teile. Oh nein. Das habe ich eben nur zusammengepuzzelt. Oh Gott. Ah, okay, wenn sie drin, wenn sie passen, dann bleiben sie auch. Kann man sie dann drehen? Ja, natürlich. Fuck. Das wäre ich wohl verschneller. Ich muss wahrscheinlich einfach nur fester drücken. Immer noch nicht? Jetzt gleich aber. Geh rein, geh rein! Verdammtes Ding, du sollst... Upsi, und was ist jetzt mit dem Fahrstuhlcode? Dammit. Die Scherbe ist jetzt endgültig im Eimer. Aber der Kaugummi sieht noch gut aus. Nicht mit dem, nein! Allerdings auch nicht besser als vorher. Oh Mann, Rufo. Wir jetzt was mit dem Code anfangen? Bringt nicht. Bringt nichts. Warte, ein Sicherungskasten. Das System rebootet. Das Codewort für den Lift wurde zurückgesetzt. Hier kommt das Neue. Irgendwas Cooles. R-U-F-U-S. Das ist auch total Schweres. R-U-F-U-S. Hey, was soll das denn? Das Passwort ist Rufus. Ich habe es selbst eingestellt. Oder bin ich jetzt blöd? Geht doch.
Also gut, jetzt heißt es warten. Hm? Was ist das für ein Geräusch? Oh-oh. Was hat das zu bedeuten? Bin ich in eine Falle getappt? Oder arbeitet Cletus etwa mit dem Organon zusammen? Ich sollte mir das besser mal aus der Nähe angucken. Oder einfach lassen. Mal gucken, wofür der Hebel ist. Sollen wir die Flagge mitnehmen? Gucken wir erstmal. Können wir hier noch was machen? Hier. Fahren wir jetzt mal wieder runter. Oh, guck mal da. Sapperlot, das sind doch dieselben Organons, die Goal bedroht haben. Vielleicht haben sie diesen Cletus geschnappt. Dachte ich mir gleich, dass das ein Schlappschwanz ist. Was mache ich denn jetzt? Am besten, ich halte mich erst einmal im Verborgenen und gucke, ob ich irgendwas rausfinde. Und Sie sind sicher, dass dieser Rufus naiv genug ist, Ihre Verlobte hierher zu bringen? Absolut. Er ist eine egoistische, raffgierige Ratte. Der Ausblick, nach Elysium zu kommen, wird ihn herlocken. Raffgierige Ratte? Das ist doch... Ich verstehe gar nicht, warum Ihnen diese Frau überhaupt so wichtig ist, Cletus. So wie ich das sehe, ist sie nur ein unkalkulierbarer Risikofaktor für unser gemeinsames Unternehmen. Glauben Sie mir, nach all dem, was sie sich geleistet hat, würde ich sie am liebsten auch auf Deponia zurücklassen. Na, tu es doch! Um nach Elysium zurückzukehren, brauche ich nun einmal die Aufstiegscodes. Und die sind leider an ihrem Gehirnimplantat gespeichert. Ohne Goal keine Aufstiegscodes. Und ohne Aufstiegscodes kein Unternehmen. Das gefällt mir nicht. Ulysses wird uns beide exekutieren, wenn er herausfindet, dass es sich bei ihrer Begleitung um... Psst, da kommt er. Hi. Machen Sie Meldung. Noch keine Spur von dem Deponianer, Herr Oberkontrollrat. Worauf warten Sie da noch? Suchen Sie weiter. Selbst über diese Drohne ist der Gestank kaum aushaltbar. Es wird Zeit, dass wir unseren Plan in die Tat umsetzen. Sehr wohl, Herr Oberkontrollrat. Machen wir uns an die Arbeit. Je schneller wir das Ganze hinter uns haben, desto besser. Ganz meine Meinung. Ich werde mal auf der Plattform nachschauen, ob dieser Rufus schon da ist. Also halten Sie sich im Hintergrund. Wir dürfen nicht riskieren, dass diese Ratte ihren Schwanz einkneift, bevor wir die Aufstiegscodes in Händen halten. Er sieht uns nicht. Moment mal, dieser Cletus sieht ja genauso aus wie ich. Nicht ganz so attraktiv vielleicht, aber... Was hat das nur zu bedeuten? Außerdem hat mir das Gespräch überhaupt nicht gefallen. Nee. Ich habe nicht alles verstanden, aber die haben doch was vor. Und keinesfalls kann ich zulassen, dass Goal dem Organon in die Hände fällt. Zuerst werde ich mir allerdings diesen Cletus vorknöpfen. Gnade ihm Schrott, wenn er vorhat, mich zu hintergehen. Gnade ihm Schrott, ja, das ist gut.